Hallöchen meine lieben Balkongartenfreunde, heute in diesem Video möchte ich euch mit einer kleinen Rezeptidee inspirieren. Ja, ich mache mit euch ein leckeres Blütenomelett, Crepe, Palatschinken oder auch ganz schlicht Pfannkuchen genannt. Mein Rezept ist wirklich sehr einfach und super lecker. Zuerst bereite ich den Pfannkuchenteig vor. Als Zutaten verwende ich Mehl, Wasser, Parmesan oder Reibkäse, ein Ei, etwas Salz und Pfeffer. Und dann kann man auch schon alles zusammenrühren. Ja, viele verwenden für Pfannkuchen Milch. Ich finde Wasser ist besser, denn wir haben ja schon den Käse als Milchprodukt. Das genaue Rezept schreibe ich euch unter das Video. So, nun gebe ich das Wasser zum Mehl, rühre alles schön glatt. Dann füge ich das Ei hinzu und ganz zum Schluss kommt der geriebene Käse noch hinein. So, nun brauche ich aber eines meiner wichtigsten Zutaten und das sind die essbaren Blüten vom Balkongarten. Frisch mit voller Sonnenenergie verleihen sie diesem Pfannkuchen das ganz Besondere. Ach, wie schön sehen die Vergissmeinnicht aus, oder? Und ja, man kann die Blüten davon sogar essen. Dann zupfe ich noch ein paar Ringelblumenblüten ab. Ja, Ringelblumen sind sehr gesund übrigens. So, noch ein paar Blüten vom Zitronenthymian und hier eine Art Rosmarinsalbei. Ja, sieht schön bunt und fröhlich aus, oder? Jetzt nehme ich eine Pfanne, gebe dort etwas Olivenöl hinein und wenn die Hitze passt, dann gieße ich den Pfannkuchenteig hinein und gebe erst dann ein paar Blüten oben drauf. So sind die Blüten danach besser sichtbar, als wenn ich die Blüten direkt in den Teig hineingerührt hätte. Und jetzt nach einem kurzen Moment, schaut mal her, wende ich den Pfannkuchen professionell und brate ihn fertig. Das duftet alles schon so herrlich, ja, ich kann's gar nicht erwarten. Aber wir sind ja bald fertig. Ich hole den Pfannkuchen jetzt aus der Pfanne heraus, ja, rolle ihn auf, dann schneide ich kleine Röllchen und richte diese auf einen Teller an. Jetzt noch alles mit Blüten schön ausgarnieren, etwas Pfeffer rundherum und jetzt geht's ab auf den Balkongarten, wo ich nun dieses leckere Gericht genießen werde. Ja, meine Lieben, und jetzt habe ich es wirklich eilig, das riecht schon so lecker. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal, euer Balkongärtner Christian. Ciao, ciao!